Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ja, letztes Mal haben wir das Spiel hier, die Heilige Stadt, gestartet. Also Mission Heilige Stadt, haben diese auch fast freigekämpft. Wir haben hier noch zwei Artefakte, die wir sehen. Einmal hier oben und einmal ganz hier weit unten bei einem Piratenschiff. Und ja, wir müssen mal sehen, ob wir die jetzt schon erfüllen, die Mission. Jedenfalls würde ich sagen, wir laufen mal. Hier können wir nicht direkt hinlaufen, oder? Also müssen wir ein bisschen weiter Umweg gehen. Da lang. Ja, wir schicken unsere Truppen hier hin. Okay. Stina hat schon Nächste Artefakt. Aufgabe. Kann er sich Kohl schnappen, wenn er will? Was ist das überhaupt für ein Artefakt? Totem des Krieges erhöht Schadenswert. Ach, hier unten sind doch Einheiten. Wen schicken wir hin? Was gibt's? Stina, beeil dich mal. Beeil mal, töte mal die Bogenschützen. Nächste Aufgabe. Da lang. Die sind nur Dorfbewohner, also hilflose Leute. Er kann, wie gesagt, das Artefakt sich schnappen. Ah, hier haben wir wieder ein paar Leute, die unterwegs sind. Und hier haben wir auch questabhängig. Was kann sein, dass das, besiegen Sie die Einheiten im Ziel? Machen wir gleich. Keine Panik. Stina rennt auch schon mal. Stina Ich sollte bin fertig. losrennen. Eine Einheit besiegen. Die war ja irgendwo hier unten. Oder auch nicht. Wo war sie denn? Vorwärts. Hier irgendwo. Los geht's. Und sie hat Geht's es. los? Und er hat sich das Artefakt geschnappt. Auf dem Okay, Weg. Alles dann halt los mit bereit. unserem Trupp. Reicht es aus? Sind hier viele Starke dabei? Zwei, drei. Alle auf Stufe 1, 2 oder 3. Ich Müssten stehe wir auch hier. ohne Stina schaffen. Stina ist gerade in einem anderen Konflikt. Lasst uns kämpfen. Ja. Was hast du vor? Jungs, was macht ihr eigentlich hier? Wie läuft ihr? Ihr hättet auch besser laufen können. Hier könntet ihr durchlaufen. Na ja, gut, wenn ihr so wollt. Stina wird schon meistern, denke ich mal. Die ist ganz schlagkräftig. Wenn nicht, ziehen wir sie mal kurz Ich zurück. will euch helfen. Oh, noch langsamer könnt ihr echt nicht Es laufen, ist oder? eine Ehre. Ja. Los, Frauenpower! Zeig mal, was du mit deinem Kätzchen machen kannst. Gut, aber wenigstens sehen unsere Einheiten jetzt beinahe. Ja. Nächste Aufgabe. Na los, Angriff. Köstliche Entscheidung. Kein Problem. Na Kein hier. Problem. Zack, greifen wir mal an. Kohl kann sein. Oder hier der Bogen können wir gleich verwenden. Ich liebe Ach, wo ist Kohl eigentlich? Da lang. Immer noch hinten? Amüsant. Dafür wird mein alter Droide angegriffen. Ja, wo ist denn Eule Brunnen? Wir hatten doch hier einen Brunnen in der Nähe, genau. Soll er mal zum Brunnen laufen und sich heilen? Sina Ja. hätte Fernglas bekommen, aber muss erstmal mit den Kätzchen die letzte Einheit töten. Na, alles klar. Wo ist denn Kohl jetzt? He? Los, nochmal mit deiner Schrotflinte reinhauen. Oh. Unser Raptor. Das sieht gar nicht gut aus. Als Speer müssen wir. Nein! Hey, worauf wartet ihr? Ja. Komm mal wieder her. Stina, du packst dir das. Hast du das? Ja. Komm wieder lang. Gut, sind ein paar Einheiten gestorben. Aber wir haben eine Zwischensequenz. Was war das? Sie fliehen auf ihr Schiff, sie haben Geiseln genommen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie mit den Gefangenen ihr Schiff erreichen. Gut. Wo sind sie denn? Da unten. Was für Na ein super. Spaß. Ja, das wird echt ein Spaß. Auf dem Weg. Stina, unterwegs kannst du dich mal kurz hier heilen. Und unser Trupp hier. Hey, worauf wartet ihr? Wie gesagt, kann hier mal runterlaufen. Wie geht's Bela? Heilt er sich eigentlich? Müsste sich heilen? Ja, macht er auch. Ich bin Gut. dabei. Stina, mehr bekommst du nicht. Ist heute ein bisschen Armutszeugnis. Soll es so Los sein. geht's. Wow, nicht so Geht schnell, los. Jungs. Werden schon angegriffen. Yeah. Schrotflinte aktivieren.
Bam. Zack. Extra für dich. So, wer wird denn eingegriffen von den Einheiten? Ja. Kohl und unser Droide mal wieder. Ich kann es sehen. Also der, unser Droide ist echt ein Sorgenkind immer. Hat viel zu wenig HP und muss auch wirklich alle Angriffe auf sich ziehen. Frag mich nicht wieso. Allzeit bereit. Ich spüre die Kraft. So, Kohl, geh mal dahin. Ich stehe in eurer Schuppe. Fühlt meine Kraft. Aber die Einheit ist auch wirklich stark hier. Gut, können wir hier runtergehen. So, erstmal ein bisschen heilen hier, bevor wir den zweiten Angriff fahren auf die anderen Einheiten. Gerade was hier Bela und unseren Druiden angeht. Ich gehe vor. Wer ist eigentlich der Druide? Nur Erzdruide. Okay. Geht's los? Mr. Anonymer Erzdruide. Das sind ein bisschen viele Einheiten hier, wa? Ha. Vielleicht können wir... Du hast deinen Composite-Bogen. Ich liebe diesen Composite-Bogen. Du kannst einen Fernangriff machen. Genau, schön. Zack. Greifen wir die Einheiten einzeln an. Ist auch clevere Taktik. Müssen wir nicht alle hier angreifen. Zack. Und tot. So, Bela. Nein, nein, nein. Bela greift hier nur vereinzelt an. Und dann kriegt ihr... Ich gehe vor. Ausgezeichnete Wahl. Nächste Aufgabe. Ja, alle an, gleich, wenn ihr schon zusammen angreifen müsst, dann... Action. Einzeln, bitteschön. Ich glaube, wir müssen gleich wieder Schrotflinte aktivieren. Hier rennen die schon wieder los. Das los, Schrotflinte aktivieren. Bam! Okay. Endlich Action! Wer wird angegriffen? Lass mich raten, gleich unser Erzdruide. Am liebsten wäre mir, wenn Kohl angegriffen wird. Nee, unser Erzdruide. Ich sehe schon, wie der seine Energie weggeht. Natürlich. Ja, dann muss natürlich sein wieder. Was für eine Zuversicht wächst in dir, dass du gleich sterben wirst? Oder was? Ich verstehe den Kerl immer noch nicht. Ein Volltreffer! Der kann den Mensch angreifen. Unser Bela. Zack, Mensch ist tot. Geht's los? Nee, es geht noch nicht los. Geht's los? Obwohl. Ja, doch, wir könnten schon warten. Aber unser Druide hält sich mal ein bisschen weiter weg. Und die restlichen Einheiten greifen einfach mal an. Aus Just for Fun. Mal gucken, ist hier ein Starker dabei? Nicht wirklich, alle Stufe 3. Kohl, Schrotflinte. Ja, komm, Schrotflinte. So. Boom, Baby. Angriff. Bam. Wieder auch umgefallen. Sie dürfen nicht entkommen. Alles ist. Ich gehe vor. Es ist das Piratenschiff, aber ich weiß nicht, wie man das angreifen soll. Wie so ein kleines Schiff. Alles klar. Yippie! Ja! So. Quest erfüllt. Ich zum Hafen. Vor. So, okay. Mal gucken, was der jetzt sagt. Die Piraten entkommen! Wir sind zu spät. Sie haben die Geiseln mitgenommen. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als ihnen zu folgen. Inzwischen. Wie lange willst du dich noch vor den Fakten verstecken, Ada? Die Fakten? Du sprichst von Fakten? Ich werde dich an ein paar Fakten erinnern, David. Ich bin das zweitälteste Mitglied dieser Organisation. Hast du das schon vergessen? Ich habe mehr für diese Operation getan als irgendjemand sonst, außer Jarvis. Ich habe dich für deinen Posten vorgeschlagen, David. Und ich bin deine Vorgesetzte. Jetzt nicht mehr, Ada. Was soll das heißen? Du bist mit sofortiger Wirkung suspendiert. Du stellst dich gegen mich? Du bleibst so lange in Gewahrsam, bis die Angelegenheit geklärt ist. Ich? Eine Gefangene? Du lässt mir keine andere Wahl. Jarvis! Du solltest dafür sorgen, dass diese drei uns nicht gefährlich werden. Und jetzt? Jetzt rücken sie uns zu Leibe. Und wenn ich bitten darf?
Eine rebellische Frau. So, Mission gewonnen. Gut, machen wir fortsetzen. Und ja, 10 Minuten sind um. Dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Pause, bis gleich.